super Hose, super Bluse, super Outfit, super geil, super niedlich, super friedlich, super Nanny, super geil, super Autor, super spannend. Es kommen bestimmt 60 Leute. Kannst du nicht nochmal diese Steffi anrufen? Und mach ruhig 5. Nee, weißt du was? Mach 8. Nervt mehr. Als Kohle für alle. Bald wird Grave. Ja, da freust du dich auch, was? Achso, nein, nicht du. Also doch, aber. Nee, das wird ganz toll. Die sieht übermorgen aus wie auf der Fusion. Ja. Tschüss. Tschüss, tschüss. Und schick mir eine SMS, wenn das mit Steffi geklappt hat, ne? Ja. Ja. Willst du es noch? Du, und ist da was zugeflogen? Der Vogel ist wohl tot, ne? Mit karamellisierten Äpfeln und geschmeidiger Soße. Ich koche und du machst ihn leer. Jule. Ach krass. Norbert Grube und Sigrid. Sigrid. Das ist ja lustig. Was meint ihr denn hier? Also Tom, Norbert, Sigrid. Hallo. Das sind meine ehemaligen Nachbarn aus Krefeld. Norbert und ich waren zusammen die GWM. Weißt du, gegen Wahlmord. Wir haben in der Fußgängerzone Unterschriften gesammelt. Oh Mensch, Jule, dass du das noch weißt, ist ja rührend. Das ist doch bestimmt 20 Jahre her. 25. Ja, mindestens. Und was verschafft uns die Ehre? Naja, wir sind auf der Durchreise nach Polen. Und ich habe gerade noch mit deiner Mutter telefoniert. Und die hat mir gesagt, dass du jetzt hier wohnst. Und da wollten wir einfach mal Hallo sagen. Das war eine echte Überraschung. Ja, wollt ihr denn nicht vielleicht zum Essen bleiben? Also. Oh, das wäre fein. Aber wirklich nur, wenn es keine Umstände macht. Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Ich kann ja helfen, den Fasan ausnehmen. Na, da hat aber jemand Glück gehabt. Oh, gerne. Mal sehen. Krasses Teil. Schräger Vogel. Allerdings. Und was wollen die hier? Ich hab die seit 100 Jahren. Hallo. Ach, hallo. Hallo. Kommt rein. Tja. Wir würden auch gern was zum Abendessen beisteuern. Schön. Toll.
Ganz viel. Das ist aber nett. Und verschieden. Ja, sehe ich. Was ist Anton? Lune, das ist wirklich was ganz, ganz Feines. Dankeschön. Wir sind damit jetzt auch schon in der vierten Auflage. Ich muss noch mal telefonieren. Ja, und von dem Geld haben wir uns dann das Haus hier gekauft. Wir haben richtig einen Zaubergarten. Seit wann wohnt ihr hier denn? Seit 2 Jahren. Weißt du, uns ist Kreuzberg irgendwann so auf die Nerven gegangen. Wir hatten jedes Wochenende Party vor der Haustür mit Gegröle bis um 4. Ja, schrecklich war das. Deswegen ist Sule auch meistens selber erst um 5 Uhr nach Hause gekommen, damit sie das nicht mitbekommen musste. Ja, wir waren selber auch mehr feiern als gut gewesen. Wenn es genug Anlässe gab, dann ist das doch was Gutes. Ach so, nee. Man sagt heutzutage feiern, wenn man eigentlich nur ausgehen meint. Und dazu braucht es in Berlin nicht einen wirklichen Anlass. Aha. Kann ich noch was haben? Die sind unterwegs. War noch Wein? Nur mehr. Oder wer fährt von euch? Norbert fährt, aber wir haben jetzt gar nicht mehr nach dem Campingplatz geschaut. Ach so. Also ihr könnt natürlich gerne für heute Nacht hier auf der Lichtung stehen bleiben. Echt? Danke, das ist Wein. Klar. Ja, aber jetzt erzählt ihr doch mal. Ich habe jetzt schon den ganzen Abend gequatscht. Wohnt ihr immer noch in der Oerdinger? Und mit der Spedition läuft das alles gut? Könnt ihr was für euch behalten? Also wir fahren nicht nach Polen, um Ferien zu machen. Wir werden verfolgt. Was? Ja. Meine Schwester, Jule, du kennst sie noch, die Margit, weißt du. Die ist vor 2 Jahren bei Scientology ausgestiegen. Und die war da nicht irgendwer. Die war ein ganz hohes Tier. Titan, oder wie die das nennen. Operierender Titan, Mama. Ja, Titan, Titan. Ach du Scheiße, Scientology? Da ging es irgendwie um Geheimwissen und auch viel Geld. Ja, meine Schwester hat uns dann getroffen, als sie schon verfolgt wurde. Und seitdem werden wir halt auch verfolgt, ne? Weil wir wissen für deren Geschmack einfach zu viel. Ja, viel zu viel. Am Anfang haben sie immer unseren Müll geklaut. Also, jede Woche. Aber die leeren Mülltonnen haben sie wieder hingestellt. Müll? Ja. Ja, und dann haben sie ganz viele Gerüchte verbreitet. Und am Ende, da haben sie gefälschte Schuldscheine auf meinen Namen in Umlauf gebracht. Und deswegen können wir die Firma jetzt auch nur noch per Telefon leiten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also, ich habe da einen Freund, der ist Rechtsanwalt. Ja. Das haben wir alles schon durch. Ja, aber seid ihr denn nicht zur Polizei? Die kann uns gar nicht helfen. Ich bin ja sogar zur Zeitung gegangen. Die waren ja auch am Anfang total interessiert. Aber dann haben sie von einem auf den anderen Tag sind die nicht mehr ans Telefon gegangen. Überhaupt nichts. Und ab da? Ab da kamen dann die Autos. Das sind die von der OSE. Die verfolgen uns seit Monaten quer durchs Land. Immer im schwarzen Phaeton und immer zu dritt. Habt ihr schon mal von diesen Auditing-Sessions gehört? Das sind doch diese Gehirnwäsche-Sessions. Mhm. Aber das ist nur die Spitze vom Eisberg. Wenn die Agenten von der OSE so Aussteiger zu fassen kriegen, dann kommen da noch ganz andere Sachen. Die haben eine Maschine entwickelt. Da werden die Hände so auf der Lehne fixiert. Ja? Und dann nehmen die so eine lange Nadel und stechen die hier zwischen den Nagel und den Finger und schieben die so langsam da rein, sodass man das hier sieht, unter dem Nagel, wie die Nadel so immer weiter reingeht. Und hinten sind so Drähte dran. Ja, danke. Ich glaube, ich hab's. Ich frag doch mal, wo die bleiben. Hm? Erwartet ihr noch jemanden? Wir sind in der Zwischenzeit ganz sicher, dass die alles unterwandert haben. Alles. Polizei, Politiker, Staat, alles. Aber in Polen, da gibt's einen geheimen Bauernhof für Scientology-Aussteiger, den Molleschhof. Und jetzt warten wir auf den Kurier, damit er uns die Karte bringt, damit wir den Hof finden. Hier? Ja. Der ist in Polen. Na ja, genau. Weil aufgrund vom Kalten Krieg haben die von Scientology natürlich keine Karten vom Ostblock und von Polen. Und die schwarzen Phaetons, die bleiben da auch einfach stehen an der Grenze. Die fahren da nicht drüber.
Und wie war das dann mit der DDR? Ich meine, schließlich war das hier auch mal der Osten. Ruhig, ganz ruhig, entschuldigt. Ich habe noch ein paar Probleme mit der Elektronik in den Lampen. Komm, Mama, wir haben doch noch die Taschenlampen. Ja. Norbert, ich glaube, Tom hat das gleich wieder. Ihr könnt ruhig hier bleiben. Ja. Wir haben euch ja noch längst nicht alles erzählt. Erik, hä? Die ganzen Lebensmittelskandale? Das sind alles Anschläge. Gezielte Anschläge auf Aussteiger, so wie uns. Wahnsinn. Ganz kaputt? Ja, das klingelt ja auch nie. Stimmt. Krass. Ich finde die super unheimlich. Norbert, nach mal, ob ich mal kurz telefonieren darf. Nein, auf keinen Fall. Nein! Nein, bloß nicht. Wir dürfen ihn nicht provozieren, sonst wird er noch aggro. Okay, so gut. Ich mach's nicht. Na, Polen ist recht. Ach. Unser Kurier wurde entdeckt. Die sind jetzt nach Süden ausgewichen und suchen einen anderen Weg. Soll ich vielleicht mal mit denen reden? Nee, die reden nicht mit Fremden. Wo sind die jetzt genau? Ich ruf mal an. Mhm. Hallo? Ich bin's. Wo seid ihr denn jetzt? Wo? Nee, das ist jetzt alles zu riskant. Die wollen es morgen noch mal probieren. Okay. Ja, wir würden dann auch mal ins Bett. Ne? Nochmals vielen Dank für alles, wirklich. Aber ihr müsst das echt für euch behalten. Auf jeden Fall. Kommt morgen auf jeden Fall mit in die Stadt. Und was, wenn die nicht abholen? Ich meine, dieser Kurier wird ja wohl nicht kommen. Wir haben noch so viel vorzubereiten. Die hauen dann schon ab. Und wenn nicht, dann sagst du es ihnen, ja? Ja. Machst du das Licht aus? War nicht so lasch, okay?
Komm. Was? Was denn? Kommt jetzt dieser scheiß Köter her? Ich passe schon auf uns auf. Morgen. Na, gibt's Neuigkeiten vom Kurier? Nicht. Die gehen einfach nicht mehr ran. Ach so, was ist denn dann euer Plan? Ja, ich rufe einfach jede Stunde wieder an. Ja, also wir müssen jetzt mal los, noch ein paar Besorgungen machen und kommen wohl erst so gegen 4 wieder. Wahrscheinlich sehen wir uns dann gar nicht mehr, oder? Na klar, wenn wir die Karte haben, sind wir weg. Ja, sonst lasst ihr euch die einfach woanders hinliefern. Mensch, Sigrid, Norbert, war schön, euch zu sehen. Ich glaube trotzdem, dass er das ärmste Schwein ist. Stell dir mal vor, deine Mutter erzählt dir jahrelang so einen Scheiß. Was willst du da machen? Ja, klar. Aber woher willst du wissen, ob so einer nicht plötzlich denkt, dass wir auch von Scientology sind und dann durchdrehen? Wir, die sind jetzt noch da. Scheiße, wir haben auch so viel zu tun. Was machen wir denn jetzt? Da seid ihr ja schon wieder. Ja. Und? Habt ihr mir noch nichts von eurem Kurier gehört? Wir glauben, die sind abgefangen worden. Ihr hattet ja abgeschlossen. Nun ja, wisst ihr, das kann aber dann ja noch eine Weile dauern, bis die hier sind. Und ja, genau, darüber wollten wir auch mit euch sprechen, weil jetzt ist ja auch noch der Wagen kaputt. Ich meine, könnten wir vielleicht noch ein bisschen hier bleiben? Jule? Ja, also eigentlich. Na, weil wir kriegen ja morgen die Gäste und ja. Da haben wir echt noch viel vorzubereiten. Kein Problem, wir helfen euch gerne. Und bis dahin haben die bestimmt längst angerufen. Ich glaube, die waren im Haus. Aber war doch abgeschlossen. Ich bin mir ganz sicher. Die ganzen Sachen, die lagen hier alle ganz anders. Ja? Hallo. Jule, kannst du mir mal bitte die Badezimmertür aufmachen? Ich saue sonst alles ein. Komm mit. So, das ist alles. Und sollen wir euch beim Kochen helfen? Also, wir haben echt groß zu Mittag gegessen. Ich glaube, wir machen nur ein paar Brote oder so. Ist recht. Wenn es nichts ausmacht, dann würde ich gerne kurz mal bei euch duschen. Bei uns ist gerade Wasser ein bisschen knapp. Also wegen morgen? Ja. Morgen bekommen wir, wie gesagt, Gäste. Also, wenn sich euer Kurier bis dann immer noch nicht gemeldet haben sollte, wäre es super, weil wir brauchen den Platz dann. Klar.
klar, wir stellen uns dann um. Dann rufen wir mal an. Ich gehe schon mal ins Bett. Na? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die im Haus waren. Die haben ihre Salatsoßen wieder eingesteckt. Und die Dreierkette, die du mir zur Geburt geschenkt hast, ist auch weg. Die hast du doch bestimmt nur verlegt, hä? Die müssen morgen hier abhauen. Könntest du schon mal einen Blick in deren Wohnmobil werfen? Nee. Das Ding ist total zugemüllt. Und ich glaube, die haben nur ein Bett da drin. Nee. Ja. Ich glaube, die sind einfach richtig arm. Ja, ehrlich gesagt glaube ich das auch. Aber es ist mein Geburtstag und wir können hier nicht feiern mit Allemann und Bohle und so, wenn die noch hier sind. Das sind keine Freunde von uns. Kannst du dich bitte morgen darum kümmern? Ja, mach ich. Wenn du mich alleine lässt, dann bring ich mich nicht aus. Ich fange jetzt mit dem Fasan an. Hallo Sigrid. Hallo. Ja? Du sag mal, wir haben da ein kleines Problem. Wegen dem Besuch. Jule und ich fänden das schön, wenn ihr doch heute fahren könntet. Wir stören euch überhaupt nicht. Ich habe euch ein paar Sachen gepackt. Was zum Essen. Ein paar warme Klamotten. Und ich kann dir natürlich auch einen Abschleppdienst rufen, umsonst. Das ist nicht nötig, wirklich. Mit dem Wagen, da sind wir bisher immer ganz selber klargekommen. Nein. Falls du vielleicht doch noch in die Werkstatt oder so müsst. Ihr werdet uns überhaupt nicht bemerken. Versprochen. Sigrid. Sigrid. Sigrid, ganz ehrlich, es geht nicht. Wo sollen wir denn hin? Ich spreche noch mal mit Jule. Danke. Spinnst ja wohl. Jetzt reicht's. Raus hier. Aber Jule, ich wollte... Raus! Hau ab!
Jule, ich weiß. Ha! Komm schon, Jule. Hey, ich mein, die hauen mich ab. Und Norbert hat sich gerade heimlich zu Anton reingeschlichen. Aber dein Karo läuft dann noch nicht mal wieder. Wissen wir das? Und das erzählen die doch nicht. Das erzählen die doch nicht. Mann, hier haben sich zwei Geisteskranke bei uns im Vorgarten eingenistet. Wir rufen jetzt die Bullen. Jule, beruhig dich doch erst mal wieder. Ganz im Ernst, von mir aus können sie sich ans Ende der Lichtung stellen. Ja, klar. Und ich bin jetzt wieder die Böse, oder was? Ey, du bist so ein Arsch. Du weißt genau, wie ich mich auf die Party gefreut habe. Juli, hör doch mal bitte zu, Mensch. Du warst nicht 9 Monate schwanger und hast gestillt. Juli, mach doch, was du willst. Alles wird wieder gut. Hm? Schönen Tag, die Herrschaften. So, was haben wir hier? Hausfriedensbruch, oder was? Ja. Also die Dame da und ihr Sohn, die wollen unser Gelände einfach nicht verlassen. Wir haben denen das jetzt schon mehrmals gesagt und die fahren einfach nicht. Stimmt das? Was denn bitte? Ja, dass sie hier nicht weg wollen. Doch, wir wollten eigentlich schon längst los. Ja, also was nun? Sind das Freunde oder Verwandtschaft oder? Nee, überhaupt gar nicht. Das sind einfach ehemalige Nachbarn von mir aus Krefeld, die hier einfach so unangekündigt aufgetaucht sind. Tom, habt ihr die Polizei gerufen? Also wirklich, Julia, erst ladet ihr uns zum Essen ein und jetzt jagt ihr uns vom Hof? Stimmt das mit dem Essen? Ja, das stimmt. Aber die Sache ist einfach... Wir wollten eigentlich schon längst weg sein, aber der Anlass ist... Das machen die doch extra, das geht bestimmt noch. Kicken wir uns das mal an. Und außerdem sind die in unser Haus eingebrochen, als wir weg waren. Wie bitte? Wurde was gestohlen? Ja, also auf jeden Fall Salatsoßen, die wir selber mitgebracht haben. Aber ist mir eigentlich auch egal. Und eine Kette. Salatsoßen? Und ja, und wahrscheinlich auch noch mehr. Aber eigentlich geht es mir generell das eher darum... Das muss man etwas anders erzählen. Wir sind doch keine Diebe. Micha, das stimmt nicht wahr. Das ist irgendwas mit Batterie oder so. Hab ich doch gesagt. Julia, das ist... Naja, also die Sache ist die. Also die beiden glauben... Sie beiden glauben, dass sie von Scientology-Agenten in einem schwarzen Phaeton verfolgt werden, die sie entführen und foltern wollen. Und kurz gefasst, meine Frau und ich, wir haben es dann irgendwann mit der Angst bekommen. Die sind einfach total psychisch. Ja, und wir haben sie schon mehrfach gebeten, ja, weiterzufahren. Die fahren einfach nicht, verstehen Sie? Die fahren nicht. Aha. Gut, ich habe keine Ahnung, worum es hier genau geht. Aber da Ihnen anscheinend das Gelände hier gehört und Sie anscheinend stören, muss ich Sie leider bitten zu fahren. Ne? Okay, kein Problem. Für etwaige vergleichbare Fälle in Zukunft, ja? Probieren Sie doch einfach mal, die Sache untereinander zu regeln. Ja? Da muss denn jedes Mal eine Streife kommen. Na, wissen Sie eigentlich, wie lange wir hier gebraucht haben? Ja, läuft doch. Fahren Sie uns mal langsam hinterher, ja? Okay. Norbert, das ist nicht so ungut, aber wir haben es echt ein paar Mal versucht. Ich glaube fast, da können wir gar nichts machen. Stell mal vor, der kommt wieder, wenn hier alle drauf sind. Ich krieg langsam echt Schiss.
Hattet ihr die Brillen auch beim Fahren auf, oder was? Ist schon ein bisschen dicke. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil. Denn du bist super geil. Es ist super geil, super geil. Sie ist super geil, super geil. Er ist super geil, super geil. Denn du bist super geil. Super geil.